Am Sonntag, 28. Juni, steht in Binnigen die Wahl zum Gemeindepräsidium auf dem Programm. Es kandidieren zwei Personen, und zwar der bisherige, seit 8 Jahren tätige Mike Keller von der FDP. Und er wird herausgefordert von der Rahel Benziger von den Grünen, wo im Februar neu in Gemeinderat gewählt worden ist. Gemeinde-TV Binnigen nimmt die zwei Kandidierenden ein bisschen näher unter die Lupe. Wir führen zweimal fünfminütige Interview mit beiden, und das wird dann 2 Wochen hintereinander ausgestrahlt. Und nach 5 Minuten geht der Wecker, und dann wissen sie, was du tust. Anfangen tun wir heute mit der Rahel Benziger von den Grünen. Rahel Benziger, ich würde zum Anfang gerade leicht provozieren. Ich habe es gesagt vorher, Sie sind im Februar gewählt worden, und jetzt erheben Sie schon Anspruch aufs Gemeindepräsidium. Das ist doch ziemlich keck. Achtung, ich muss noch vorher durchstarten. So, damit das alles seine Richtigkeit hat. Ich würde es nicht als keck bezeichnen, sondern als mutig. Man könnte auch sagen, ein bisschen frech. Nein, mutig. Anpackend, das gehört zu meinem Charakter. Woher nimmt denn Rahel Benziger den Anspruch jetzt eben aufs Gemeindepräsidium? Der Anspruch nimmt nicht nur Rahel Benziger, sondern Rot-Grün. Wir haben die Mehrheit jetzt im Gemeinderat, und das rechtfertigt den Anspruch aufs Gemeindepräsidium. Ich habe das mit unserem Bündnispartner, mit der SP, wir haben das besprochen. Sie haben im Moment abgewunken, sie haben wichtige Projekte am Laufen, also die SP-Gemeinderätinnen und Gemeinderat. Und dann habe ich gesagt, gut, dann probiere ich es. Wir haben einen Anspruch, wir haben die Mehrheit im Gemeinderat, wir haben einen Anspruch aufs Präsidium. Das ist unsere Meinung, und dafür stehe ich jetzt ein. Ist das für Sie schon klar gewesen, was Sie für den Gemeinderat kandidiert haben, dass, wenn Sie reinkommen, dass Sie nachdem gerade den Anspruch so erheben? Nein, das war nicht klar gewesen. Aber als wir dann gesehen haben, dass ich reingekommen bin und gesehen haben, wir haben die Mehrheit, da hat sich erst die Frage gestellt. Aber schon bei den Wahlen noch gar nicht, nein. Woher nehmen Sie den Anspruch generell? Weil Ihre exekutive Erfahrung ist eigentlich bescheiden. Sie haben sehr viel Erfahrung als Legislativpolitikerin, als Landrätin und so weiter. Also unterschätzen Sie nie eine Frau, die eine Familie hat und 2 Töchter großgezogen hat, in der Exekutiverfahrung. Das einmal als Erstes. Also ich denke, beim Zeitmanagement, Management, verschiedene Sachen, da ist jede Familienfrau durchaus schon mal befähigt dazu. Nein, einmal das Spass beiseite. Ich war 15 Jahre im Einwohnerrat und habe einmal im 2014-15 das Einwohnerrat präsidiert. Ich habe also dort die Gemeinde repräsentiert und habe 40 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte durch die Sitzungen geleitet. Und ich denke, ich war sehr effizient, weil während meiner Legislatur haben wir doch 2 bis 3 Sitzungen sogar ausfallen lassen, weil wir sehr effizient waren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin 10 Jahre jetzt im Landrat. Und dort habe ich die letzten 4, also in der letzten Legislatur, habe ich die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission präsidiert. Das ist eine grosse, das ist eine 13er-Kommission. Und das sind 13 sehr unterschiedliche Landrätinnen und Landräte drin gewesen, und ich habe es gemanagt, die Kommission zu leiten durch die schwierige und wichtige Spitalfusionsgeschichte durch. Wir haben Probleme gehabt mit Arbeitsmarktgesetz und Zack und all diese Probleme. Also ich bin mich schon gewöhnt zum Anpacken und Leiten, und ich tue sehr gerne Sitzungen leiten, übernehme sehr gerne Verantwortung. Von dort her, als Einwohnerratspräsidentin und als VGK-Präsidentin, habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Sie haben es jetzt schon ein bisschen durchblicken. Wie Sie sich selber sehen, ganz generell, wie tut sich Rahel Benziger selber charakterisieren? Und sagen Sie jetzt bitte nicht, dass Sie jemand anders fragen. Nein. Und ich sage Ihnen auch, ich bin eine Appenzellerin, und dort haben wir ein Sprichwort, und dort heisst es, du kannst fragen, solange die Antwort nicht schüchst. Nein, ich sehe mich als sehr engagiert. Ich bin erzogen worden, entweder man macht etwas recht oder gar nicht. Ich packe zu, ich bin auch dossierfest, dass ich mich reinschaffe, wenn ich etwas mache.
Ich mache die Sachen auch mit Freude und ich lerne aber auch nicht locker, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Also auch Fluglärm, da bin ich schon lange dran und tue mich da recht dafür einsetzen. Ja, ich probiere die Freude auch drin zu nehmen, die ich habe. Und ich bin kritikfähig, teamfähig. Ja, und wenn Sie noch etwas Negatives hören wollen, ich nehme an, sonst müssen Sie extra noch einmal nachfragen. Ich bin manchmal vielleicht ein bisschen zu genau und ein bisschen zu pedantisch und manchmal fast so ein bisschen aufs Tüpfchen bedacht. Das ist meine Genauigkeit, wo ich den Anspruch habe, dass wenn man eine Vorlage bearbeitet, dass man das ins Detail hineinkennt. Da könnte man vielleicht manchmal ein bisschen, ja, da bin ich vielleicht manchmal ein bisschen zu streng oder zu detailtreu. Sie haben jetzt auch wieder durchblicken, einer von Ihren Schwerpunkten, das ist durchaus bekannt, ist das Thema Fluglärm. Was sind andere Schwerpunkte? Also auf den Fluglärm kommen wir dann noch speziell. Was sind andere Schwerpunkte von der AL Benziker? Verbindungen jetzt ist vor allem Umwelt und Klima. Ich denke, auch wir können auf der Gemeindeebene da sehr, sehr viel machen. Wir haben ein gutes Energiereglement, aber ich denke, wir können auch mit erneuerbaren Energien noch sehr viel machen. Dann ein zweiter Schwerpunkt sind für mich Grünflächen und Strassenverkehr, wo man deutlich reduzieren muss. Wir haben es gehört. Ja? Es klingelt bereits, die ersten 5 Minuten sind um. Vielen Dank für den ersten Teil. Und der zweite Teil kommt dann in einer Woche. Und jetzt reden wir mit dem bisherigen Gemeindepräsidenten von Binningen, mit dem Mike Keller von der FDP. Seit 8 Jahren ist er in dieser Funktion. Mike Keller, Ihren Leistungsausweis für die letzten 8 Jahre. Wir dürfen mich vergleichen wie ein Kapitän in einer Fußballmannschaft. Es braucht immer das ganze Team. Und was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, der Gemeindepräsident ist der Primus inter pares. Das heisst, er hat Koordinationsaufgabe in einem Gremium. Die 7 Gemeinderäte, die am Schluss als Gremium die Aufgaben und Leistungen erbringen, die werden vom Volk gewählt. Und darum, wenn ich über einen Leistungsausweis rede, dann kann ich immer nur vom Gesamtgremium, vom Gemeinderat reden. Und in diesem Zusammenhang, obwohl Eigenlob immer stinkt, ich glaube, in diesem Zusammenhang darf ich sagen, der Gemeinderat hat in den letzten Jahren eine gute Arbeit gemacht. Binningen steht ganz toll da. Allein wenn man das Ranking nimmt von der Schweizer Gemeinde und Städte, sind wir doch unter den ersten 30. Und wir sind die erste Gemeinde für den Kanton Basel-Land. Ich denke aber auch, dass wir sicher finanziell toll dastehen, dass wir ein ganz tolles Angebot haben, das wir der Bevölkerung bieten können. Und dass, wenn wir miteinander diskutieren, wir eigentlich doch auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich zu anderen Gemeinden ist die austauschen. Und da ist natürlich der Anspruch, dass wir die Gemeinde eben auch ihrem Standard gerecht im weiteren Weg entwickeln, der ist hoch. Und wenn ich mir da überlege, zum Beispiel gerade die letzten 4 Jahre, der Gemeinderat hat sich ein Legislaturprogramm gemacht und mir freut es ungemein, nach 4 Jahren, wir haben praktisch alle Ziele und Massnahmen können umsetzen und es sind daraus viele gefreute Projekte entstanden. Michael, wie motiviert sind Sie noch mal 4 Jahre anzuhängen? Oder anders gefragt, gibt es eine gewisse Amtsmüdigkeit? Wenn es eine Amtsmüdigkeit gäbe, dann hätte ich mich nicht noch einmal für das Amt ins Rennen geworfen. Ich persönlich schaue das als eines der schönsten Jobs an, die man kriegen kann als Gemeindepräsident. Es hat seine Sonnen- und seine Schattenseiten, aber es ist etwas unheimlich Bereicherndes. Und ich möchte unbedingt die nächsten 4 Jahre noch machen dürfen, denn ich kann zusammen mit dem Gemeinderat viele Sachen, die wir angestoßen haben, jetzt in die Umsetzungsphase bringen. Und das ist eigentlich immer das Schönste, wenn man etwas vorbereitet hat, wenn man es dann nachher auch in die Realisierung bringen darf. Jetzt haben Sie gerade eben ein paar Sachen erwähnt oder angetönt. Welche sind die politischen Höhepunkte, ich sage jetzt bewusst nicht in den letzten 8 Jahren, sondern in den letzten 4 Jahren?
Ich glaube, was wir sicher dürfen sagen, wir haben miteinander können ein Leitbild für die Gemeinde Binnigen entwickeln, wo wir in einem partizipativen Prozess auch Bevölkerung eingebunden haben. Etwas, wo mir ein ganz grosses Anliegen ist und wo ich finde, wir sollten das noch viel mehr machen können. Die Bevölkerung direkt einbinden, die Meinungen abholen, die Bedürfnisse so gut möglich ist, im Gesamten umsetzen. Ein weiteres Highlight ist sicher auch, dass wir grosse Projekte haben dürfen angehen. Ich denke an den Schulcampus Dorf. Ein wichtiges Projekt. Wir brauchen, weil unsere Gemeinde gewachsen ist, zusätzlichen Schulraum. Und hier gehen wir Step by Step voran. Für viele geht es fast ein bisschen zu langsam. Wir sind hier in einem doch anspruchsvollen Prozess unterwegs. Aber ich bin zuversichtlich, dass das in den nächsten 4 Jahren eben auch zu einer schlüsselfertigen Lösung wird. Die haben auch angesprochen, das Schöne und das weniger Schöne. Es sind die kleinen Sachen, die mich ungemein stören und ärgern. Es ist dann, wenn mir ein Bewohner anruft und sich beschwert, bezüglich Littering, bezüglich Nachtlärm. Und ich muss sagen, das ist für die Umsetzung, für die Zufriedenstellung eine extrem hohe Aufgabe. Und es ärgert mich, dass wir das nicht einfach so können zum Ärmel ausschütteln können. Und jedes Mal, wenn man einen Teilerfolg erreicht hat, der nächste unglückliche Moment schon wieder vor der Tür steht. Und da bin ich bestrebt. Das sind die kleinen Sachen, die ich eigentlich möchte aus der Welt schaffen. Denn am Schluss sind es nicht die riesengroßen Kisten, sondern die Zufriedenheit. Die besteht eigentlich in den kleinen persönlichen Bedürfnissen der Bewohner. Wir hören es, der Gong läutet bereits. Das sind die ersten 5 Minuten vom Interview mit Mike Keller. Der zweite Teil heute in einer Woche.